Ihr Lieben, meine Kamera ist gerade das allererste Mal abgeschmiert, weil irgendwie das Konstrukt dieses Gorilla-Pot irgendwie nicht richtig gehalten hat. Ich fasse es jetzt einfach nicht mehr an, in der Hoffnung, es bleibt jetzt so stehen. Hallo ihr Lieben, ich hatte vor einigen Wochen mal erzählt, ich mache ein neues Format, was ich nennen möchte I Like, wo es um Dinge geht, die ich gern habe, wie Genres, Autoren und Buchreihen und überhaupt. Und ja, irgendwie habe ich das dann ziemlich schleifen lassen und dieses Format dann irgendwie doch nicht auf die Reihe gekriegt. Und deswegen dachte ich mir, ich muss jetzt endlich mal wenigstens das allererste Video für dieses Format machen und habe mich entschieden, ich möchte es gern zu einem Genre machen, und zwar zum Genre Dystopie. Und darum soll es halt gehen in diesem Video und ich wünsche euch wie immer viel Spaß. Beginnen wir hier als allererstes erstmal mit der Definition einer Dystopie. Das heißt, ich erkläre euch jetzt erstmal, was eine Dystopie eigentlich ist. Als Dystopie, auch Anti-Utopie oder Metopie, wird in der Literatur das Gegenstück zu einer Utopie bezeichnet. Die Dystopie ist eine Erzählung, die ein negatives Zerrbild der zukünftigen Menschheit zeigt. Die Zukunft ist hier von einer Gesellschaft geprägt, die sich zum Negativen entwickelt hat. Das ist die Definition, die man so bei Google findet. Meine Definition von einer Dystopie ist einfach, dass es sich hierbei um Geschichten handelt, wo unsere Gesellschaftsform nicht mehr existiert, wo sie aufgrund von was auch immer für Gründen den Bach runtergegangen ist oder quasi untergegangen ist und eine neue Gesellschaftsform an deren Stelle getreten ist, die aber nicht wirklich besser ist vom System her als unsere heutige. Das ist so meine Definition für eine Dystopie. Da hat auch jeder nochmal so seine eigene Definition, weil was für den einen vielleicht dystopisch ist, ist für den anderen vielleicht utopisch. Das ist ja auch alles immer Ansichtssache, wie diese ganzen Welten und Systeme funktionieren. Für den einen funktioniert es vielleicht besser als für den anderen. Aber darum soll es halt gar nicht gehen. Das war erstmal so die allgemeine Definition zum Thema Dystopie. Als nächstes möchte ich zu dem Punkt kommen, warum ich Dystopien gerne lese. Und zwar ist es so, dass ich Dystopien wirklich sehr, sehr gerne mag, weil es sich ja hier um eine neue Gesellschaftsform handelt, aber trotzdem noch irgendwie in unserer Welt spielt. Also wisst ihr, was ich meine? Es ist ja, unsere Welt ist ja in dem Sinne untergegangen. Unsere Gesellschaft existiert nicht mehr, wie wir sie jetzt kennen. Aber sie geht ja voraus. Also unsere Gesellschaft ist ja immer quasi die Grundlage, auf der sich die Geschichte der Dystopie aufbaut. Und das ist das, was ich sehr, sehr spannend finde. Ich finde es auch immer sehr, sehr interessant, was für Systeme und was für Gesellschaftsformen Autoren erfinden und daher zeigen, wie sich das Ganze entwickeln könnte. Das zeige ich euch gleich an ein paar Beispielen, die ich schon gelesen habe, die ich auch ganz, ganz toll finde. Und ja, ich mag halt Dystopien einfach, weil es sehr, sehr erfrischend ist und weil es wirklich sehr, sehr interessant ist zu sehen, wie könnte unsere Welt in Zukunft vielleicht irgendwann mal aussehen oder in was für eine Richtung könnte das Ganze irgendwann mal tendieren. Weil ganz ehrlich, ich glaube auch nicht dran, dass unsere Gesellschaftsform, so wie sie heute besteht, ewig bestehen wird. Also irgendwann wird da irgendwann mal was kommen. In welche Richtung das Ganze geht und ob wir uns am Ende vielleicht selber vernichten, weil 20 Millionen Länder irgendwelche Atombomben schmeißen, ich weiß es nicht. Aber ich finde es auf jeden Fall, ist es ein sehr, sehr interessanter Aspekt und sehr, sehr interessant, sich dem ganzen Thema mal zu widmen und zu gucken, okay, wo führt das Ganze denn irgendwann mal hin? Und nicht, dass ich das miterleben werde, dass sich unsere Gesellschaftsform in irgendeiner Art und Weise ändert. Ich glaube, dafür ist die Zeit einfach noch nicht reif, aber ich denke mal so in 100, 200 Jahren ist es schon möglich, dass wir hier eine komplett andere Gesellschaftsform haben als die heutige. Damit komme ich mal zum nächsten Punkt. Was für Dystopien habe ich denn eigentlich schon gelesen? Ich habe jetzt wirklich mal nachgeguckt in meinem Bücherregal, was jetzt wirklich nur Dystopien sind in meinen Augen und nicht Dinge mit einem dystopischen Ansatz. Es gibt ja auch so Fantasy-Geschichten, die vielleicht ein bisschen einen dystopischen Ansatz haben könnten, wie zum Beispiel bei Die Rote Königin. Da ist es ja nun auch nicht ganz raus, ob diese Welt schon immer so existiert hat oder ob da vielleicht eine andere Gesellschaftsform vorausgegangen ist, die sich dann aus dieser Geschichte entwickelt hat. Oder auch bei Das Juwel zum Beispiel, da weiß man auch nicht, wie die Welt geschaffen ist, bevor die dort auf die Insel gekommen sind, wo das Ganze ja spielt. Also solche Bücher habe ich komplett einfach mal rausgelassen. Ich habe jetzt wirklich nur die Bücher genommen, wo ich weiß, dass es definitiv Dystopien sind. Damit zeige ich euch jetzt die Dystopien, die ich schon gelesen habe und sage euch, wie ich die finde und wie mir diese Gesellschaftsform in dieser Dystopie gefallen hat. Beginnen wir mit diesem Buch hier, Die Bestimmung oder auch Divergent von Veronica Roth. Ich muss sagen, ich habe diesen ersten Teil geliebt, ich habe ihn gefeiert, ich fand das ganz, ganz toll, diese Gesellschaft mit diesen 5 Fraktionen, für die man sich entscheiden muss. Und ja, ich habe dieses Buch wirklich sehr, sehr geliebt. Dann wurde die Reihe leider immer schlechter und der dritte Teil war absolut furchtbar. Der war ein Kraus, der war so furchtbar. Wenn es nach mir ginge, würde ich Band 2 und 3 wieder verkaufen, aber nur den ersten Teil im Regal stehen zu haben, ist auch irgendwie doof. Deswegen behalte ich die halt, aber ich würde, wenn nur nochmal den ersten Teil lesen, alle anderen würde ich
nicht nochmal lesen. Auf jeden Fall, wie gesagt, diese Gesellschaftsform, die hier in diesem Buch auftritt, mit diesen 5 Fraktionen, wo man sich als 16-Jährige für entscheiden muss, finde ich sehr, sehr spannend. Diese Gesellschaftsform zeigt natürlich auch auf, dass man in eine bestimmte Nische gepresst wird, aus der man dann sein ganzes Leben nicht mehr rauskommt. Also wenn man sich einmal jetzt für die Ken entscheidet, dann entscheidet man sich für die Ken. Und wenn die Eltern zum Beispiel Ferox sind, dann darf man die nie wiedersehen. Also das ist schon sehr, sehr krass. Also das finde ich hier im Ansatz wirklich sehr, sehr spannend. Und wie gesagt, ich mochte dieses Buch wirklich sehr, sehr gerne und ich fand den Anfang mit diesem Kastensystem, mit diesen Fraktionen wirklich sehr, sehr gut. Es hat sich dann nur leider in eine Richtung entwickelt, die ich ganz, ganz furchtbar fand. Das nächste Buch, was ich richtig gut fand, ist Ich fürchte mich nicht von Tahereh Mafi. Ich habe letztens gesehen, die Steffi hat dieses Buch gelesen. Ihr hat es leider nicht so gut gefallen, aber ich mochte dieses Buch. Ich liebe dieses Buch. Ich liebe diesen Schreibstil. Der Schreibstil von Tahereh Mafi ist sehr, sehr eigen und sehr, sehr speziell. Also sie schreibt sehr, jetzt nicht poetisch, aber es geht so in die Richtung. Und dann ist ja im ersten Buch und im zweiten Buch auch, sind da Sätze durchgestrichen. Und man muss schon verstehen, warum diese Sätze durchgestrichen sind. Und ja, wenn man sich da nicht so mit wohlfühlt und auch nicht mit dem Schreibstil wohlfühlt, kann ich mir schon vorstellen, dass einem diese Geschichte nicht gefällt. Ich fand sie richtig gut. Hier ist es so, dass unsere Welt komplett zerstört ist und sich im Krieg befindet. Und mittendrin treffen wir auf unsere Protagonistin Juliet. Und Juliet ist etwas ganz, ganz Besonderes. Denn sie hat noch eine Gabe. Also wir haben hier eine Dystopie mit einem Science-Fiction-Element, sage ich jetzt mal, oder einem Fantasy-Element. Das finde ich, macht die Mischung hier wirklich sehr, sehr gut. Also wie gesagt, ich mochte die ganze Reihe. Ich liebe Band 1, 2 und 3. Diese Reihe finde ich mega. Das ist eine der wenigen Reihen, wo ich alle 3 Teile einer Trilogie wirklich richtig, richtig gut finde, wo ich sage, der zweite Teil ist mega, der dritte Teil ist mega, wo nicht so der erste gut ist, der zweite so lala, der dritte, ja okay, ihr wisst, was ich meine. Also hier sind wirklich für mich alle 3 Teile richtig, richtig gut und diese Reihe ist für mich wirklich ganz, ganz toll und das Ende vom dritten Teil ist ja auch relativ offen noch, das heißt, es sind nicht alle Punkte geklärt, das heißt, es könnte hier irgendwann nochmal eine Fortsetzung kommen. Und ja, wie gesagt, hier ist die Menschheit zerstört worden in einem Krieg gegeneinander und die letzten Menschen werden quasi vom Militär unterjocht und ja, haben keine Möglichkeit, sich da irgendwie zu wehren oder zu befreien. Und ja, dann gibt es eine kleine Untergrundorganisation, eine kleine Rebellengruppe und dieser schließt sich Juliet dann an. So viel kann ich euch verraten. Und ja, ich mochte dieses Buch wirklich sehr, sehr gern und es ist ja in dem Sinne eine Dystopie jetzt, weil es halt von der Gesellschaftsform her nicht postapokalyptisch ist. Also ich habe ja auch noch Bücher wie Der Übergang zum Beispiel oder auch Die fünfte Welle. Das ist aber für mich weniger Dystopie, sondern, oh, jetzt kommt gerade die Sonne und ich werde extrem hell. Es tut mir voll leid. Das ist aber für mich halt mehr Postapokalypte als Dystopie. Hier ist es so eine Mischung aus Postapokalypte und Dystopie, weil die Menschheit sich ja einfach selbst zerstört hat und jetzt hier gerade in einem Wandel steckt und in einer Gesellschaftsform steckt, die eigentlich, wie gesagt, die stärksten überleben nur noch ist. Und ja, ich finde es sehr, sehr spannend und ich finde es sehr, sehr interessant und ich liebe dieses Buch, ich liebe diese Reihe. Ich finde sie ganz, ganz toll und ich kann sie euch wirklich nur empfehlen. Es gibt in diesem Buch auch eine wunderschöne Liebesgeschichte, die am Ende ganz, ganz anders ausgeht, als man am Anfang erwartet. Und das fand ich richtig, richtig gut. Und ich liebe Mädchenbücher mit viel Liebesgeschichte. Deswegen, alle Mädchen, die gerne Liebesgeschichten lesen, lest dieses Buch. Ja, mache ich mal weiter mit der nächsten Dystopie, die auch ein Science-Fiction-Element noch mit beinhaltet. Und zwar Die Nachtsonne von Laura Newman. Das ist der erste Teil jetzt hier, Flucht ins Feuerland. Auch diese Trilogie hat mir richtig gut gefallen. Ich fand, das war ein ganz, ganz spannender Ansatz. Und ja, das Ende, der Epilog, ich habe geheult ohne Ende. Ich fand das so gut. In dieser Welt ist es so, dass die Sonne die Erde quasi verbrannt hat und das Leben auf der Erde nicht mehr möglich ist. Und die Menschen sich zurückgezogen haben in unterirdische Hubs, wo sie halt überleben können. Und das Leben in diesen Hubs ist aber halt nicht wirklich sehr erstrebenswert. Man hat seine Routine und seinen täglichen Tagesablauf, dem man nachgeht. Und ja, man ist halt auch in seiner Freiheit sehr eingeschränkt, weil man kann sich ja nur in diesem unterirdischen Hub bewegen. Und ja, man stellt sich halt wirklich die Frage, was ist da oben an der Oberfläche? Und ist denn nicht vielleicht doch das Leben noch irgendwie möglich? Und das ist so das Grobe, worum es auch in der Nachtsonne geht. Und ich finde, es ist ein sehr, sehr interessanter Ansatz zu sehen, wie man Menschen unter der Erde
bewirtet und quasi wie man da unter der Erde lebt und dass dann doch der Drang nach Freiheit immer stärker ist als ja einfach diese Akzeptanz dort unten zu leben. Und ja, wie gesagt, diese Reihe hat mir auch richtig gut gefallen. Das Ende hier ist wahnsinnig gut. Es läuft auf was hinaus, was man auch am Anfang nicht erwartet, wenn man den ersten Teil liest. Und ja, ich finde diese Reihe auch immer noch sehr, sehr toll und wie gesagt, ich finde, es ist ein sehr, sehr spannender Ansatz mit diesen unterirdischen Hubs und ja, dann der Flucht ins Feuerland. Das nächste Buch, was ich euch zeige, da habe ich bisher nur den ersten Teil gelesen, weil es da nur den ersten Teil gibt, und zwar Infernale von Sophie Jordan. Der zweite Teil kommt nächstes Jahr im Mai oder März, ich weiß es gerade nicht mehr. Auf jeden Fall heißt der Rhapsody in Schwarz. In diesem Buch ist es so, dass hier Menschen anhand eines DNA-Tests getestet werden, ob sie das Mördergen in sich tragen. Und wenn sie das Mördergen in sich tragen, ändert sich das Leben von jetzt auf gleich, von heute auf morgen, und nichts ist mehr so, wie es war. So ergeht es auch Davy, unserer Protagonistin in dieser Geschichte. Davy ist das perfekte Mädchen. Sie hat ein Wahnsinnstalent für Musik. Sie hat bereits einen Studienplatz an der Juilliard. Sie hat einen tollen Freund. Sie hat tolle Eltern. Sie wird von allen gemocht. Und ja, sie führt eigentlich das perfekte Leben, bis halt dieser DNA-Test bei ihr gemacht wird und rauskommt, dass sie das Mördergen in sich trägt. Und von jetzt auf gleich ändert sich halt quasi Davys Leben und ja, sie wird ausgestoßen und kommt damit halt auch einfach nicht zurecht. Hier muss ich sagen, spielt das Ganze vielleicht 20 Jahre in der Zukunft, 30 Jahre in der Zukunft. Und es ist sehr, sehr interessant zu sehen, wie anhand dieser Definition, dieses Mördergens, was da entdeckt worden ist, die Menschen auf einmal ausgegrenzt werden. Also das ist wirklich so, Davy ist wirklich das perfekte Beispiel eines normalen Menschen, der ein wirklich perfektes Leben führt, der nie einer Fliege was zuleide getan hat. Was mit so einem Menschen passieren kann, wenn man ihn halt zu Unrecht auch beschuldigt und ausgrenzt und diesen Menschen halt auch psychisch, sage ich mal, ein bisschen Schaden zufügen tut. Und ja, es ist wirklich sehr, sehr interessant, dieses Buch zu lesen, und mir hat es wirklich richtig gut gefallen. Ich mochte die Geschichte um Davy und ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es weitergeht. Und ich fand es auch ganz, ganz interessant, dass dieses Buch wirklich nur so vielleicht so 20 Jahre in der Zukunft spielt und nicht jetzt so unsere komplette Gesellschaftsform ist untergegangen, sondern so unsere Gesellschaft an und für sich existiert halt noch, aber es gibt halt dieses Mördergen und ja, was halt die Gesellschaft komplett verändert hat. Das letzte Buch, was ich euch zeigen möchte, dürfte jeder kennen. Das ist das Paradebeispiel einer Dystopie, und zwar Die Tribute von Panem. Das ist der erste Teil, Tödliche Spiele. Ich glaube, ich brauche hier zum Inhalt nichts mehr sagen. Jeder dürfte Die Tribute von Panem in irgendeiner Art und Weise kennen, sei es jetzt als Film oder als Buch. Ich muss sagen, es war auch die erste Dystopie, die ich jemals gelesen habe, und ich fand diese Reihe einfach genial. Ich habe Band 1, 2 und 3 auch hier mega gefeiert. Ich fand einfach die Protagonisten gut, die ganze Welt, in der das spielt, ist gut. Die Rebellion, die hier am Ende noch stattfindet, ist der Wahnsinn, wie das alles umschrieben wird. Und ja, das ist für mich wirklich das Paradebeispiel einer Dystopie. So sollte eine Dystopie geschrieben sein. Und ja, ich liebe diese Reihe total. Und falls ihr euch wundert, hier sind die Schutzumschläge ab, deswegen sieht das so aus. Ich finde, die Welt, die Suzanne Collins hier erschaffen hat, ist einfach der Wahnsinn. Das Amerika, wie wir es kennen, gibt es ja nicht mehr. Das wurde zu einem großen Kontinent quasi zusammengeschlossen, und zwar Panem. Und aufgrund der Kriege, die hier geführt worden sind, wo unsere Gesellschaft untergegangen ist, hat man sich dann halt entschlossen, diese Hungerspiele ins Leben zu rufen, wo ja aus den 12 Distrikten, in die Panem unterteilt ist, jedes Jahr ein Junge oder ein Mädchen, nee, ein Junge und ein Mädchen gegeneinander antreten müssen und dann auf Leben und Tod kämpfen. Ich finde auch heute noch, dass diese Welt wahnsinnig toll gestaltet ist, dass das wirklich mit diesen ganzen Distrikten, was sich Suzanne Collins hier alles ausgedacht hat, ist einfach der Wahnsinn. Ich finde es mega. Mich würde einfach mal interessieren, was ist denn mit den anderen Kontinenten passiert? Weil, wie gesagt, die Gesellschaft, wie wir sie kennen, scheint ja nicht mehr zu existieren, aber es geht ja hier in diesen Büchern immer nur um den Kontinent Amerika. Aber was ist denn mit Europa, Asien und Australien passiert? Das ist das, was ich mich am Ende immer gefragt habe. Was ist mit den anderen Kontinenten? Sind die untergegangen? Gibt es die nicht mehr? Ist dort noch die Gesellschaftsform, wie wir sie kennen? Oder was ist damit passiert? Also, das ist immer so mein Gedanke gewesen am Ende. Ihr könnt es vielleicht verstehen. Aber ja, das ist für mich, wie gesagt, das Paradebeispiel einer Dystopie. Ich finde es ganz, ganz toll, und ich liebe diese Reihe. Und ja, ich finde es mega, 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 was sich Suzanne Collins hier ausgedacht hat. Und auch, wie gesagt, das mit diesen Hungerspielen, um halt die Menschen in Schach zu halten und in Angst und Schrecken zu versetzen, ist
Wahnsinn. Einfach nur Wahnsinn. Und ich möchte in dieser Welt definitiv nicht leben. Eigentlich möchte ich in keiner dieser dystopischen Welten leben. Ein Buch fällt mir gerade noch ein, was ich gelesen habe. Und zwar Die Auswahl von Ellie Condy. Das ist ja auch eine Dystopie. Die Bücher habe ich nur nicht mehr. Die habe ich ja verkauft. Und ich muss sagen, diese Reihe war das Paradebeispiel einer langweiligen Gesellschaft. Also einer Gesellschaft, wie sie vielleicht auch irgendwann mal existieren könnte. Aber diese Gesellschaft ist einfach so strunzenlangweilig, dass ich da drin nicht leben wollen würde. Um Gottes Willen, ich würde eine Macke kriegen. Bei Die Auswahl geht es ja um Cassia. Und es ist ja so, dass in der Welt von Cassia man mit 16 Jahren sich entscheiden muss, ob man einen Partner haben möchte oder man für immer als Single leben möchte. Und das finde ich schon mal mit 16, so eine Entscheidung zu treffen, ist schon eine Nummer. Also das ist schon sehr, sehr schwierig. Und ja, wenn man sich dann entschieden hat, man möchte einen Partner haben, bekommt man diesen über ein System zugewiesen. Das heißt, man kann ihn sich nicht mal selber aussuchen. Und mit diesem Partner muss man dann auf Gedeih und Verderb leben und sein Leben verbringen. Und in dem Buch geht es ja dann darum, dass Cassia einen Menschen zugewiesen bekommt, aber ihr auf diesen Chip, den sie dann bekommt, um diesen Menschen ein bisschen kennenzulernen, ein anderer angezeigt wird. Und sie sich dann fragt, ist denn dieses System so, wie es ist, eigentlich in Ordnung? Ist der jetzt der Richtige, den ich zugewiesen bekommen habe, oder sollte ich vielleicht den anderen bekommen, der auf diesem Chip ist? Und damit stellt ja Cassia diese ganze Welt auch in Frage, und damit beginnt ja auch die Geschichte von der Cassia und Kai-Reihe. Und ich muss sagen, diese Reihe war so langweilig. In diesen Büchern ist einfach nichts passiert. Ellie Condy hat einen sehr, sehr philosophischen Schreibstil, das kann ich sagen, und meins war es definitiv nicht. Es geht hier sehr in diesem Buch um Gedichte, die verboten sind. Es geht um Lieder, die nicht mehr gesungen werden dürfen. Und ja, es geht dann halt darum, dass Cassia und Kai versuchen müssen, irgendwie um ihre Liebe zu kämpfen und die Liebe aufrecht zu erhalten in dieser Welt. Und dann am Ende gibt es natürlich auch eine Rebellion. Und ja, aber das war alles so strunzenlangweilig, dass ich... Also ich würde diese Reihe niemandem empfehlen zu lesen. Aber es gibt Leute, die gerne solche ruhigen Geschichten lesen, und es gibt auch Leute, die gerne solche philosophischen Geschichten lesen. Die sind von dieser Reihe dann wieder ganz begeistert. Aber ich habe für mich entschieden, Ellie Condy ist einfach nicht meins. Also lassen wir das Thema. Aber die habe ich auch noch gelesen, fällt mir gerade ein. Aber die waren so... Das waren jetzt die Dystopien, die ich schon gelesen habe. Jetzt habe ich mal geguckt, was ich noch zu Hause habe an Dystopien. Und ich habe sogar noch drei Stück hier. Und zwar einmal Silo von Yu Yui. Da geht es auch darum, dass die Menschen in unterirdischen Hubs, ich weiß nicht, wie es hier heißt, also die leben auf jeden Fall hier unter der Erde, weil die Menschheit verwüstet ist. Und ja... Hier steht dann hinten drauf noch, wenn das Leben im Silo nicht das ist, was es zu sein scheint. Und ich glaube, das ist auch eine Dystopie. Also ich würde es jetzt so einordnen in die Reihe. Wie gesagt, ich habe es noch nicht gelesen, aber ich würde es jetzt hier einordnen. Es kann natürlich sein, dass ich mich jetzt hier irre und dass ich falsch liege. Dann schreibt es mir auf jeden Fall mal in die Kommentare, wenn es doch keine ist. Aber ich würde sagen, ja. Dann haben wir hier noch Starters von Lissa Price. Da geht es ja darum, dass nach einem... Virus nur noch junge und alte Menschen überlebt haben, und die alten Menschen dann natürlich die Jungen da etwas unterjochen. Und ja, man kann sein, die jungen Leute können ihren Körper vermieten an die Älteren, und die können dann mit dem Körper machen, was sie wollen. Und dann geht bei unserer Protagonistin hier in dem Buch, wie hieß sie noch gleich, jetzt muss ich noch mal gucken, Kelly, geht irgendwas schief, während sie ihren Körper verleiht, und sie erwacht zu früh. Und ja, also ich würde das hier auch als Dystopie einordnen, weil, wie gesagt, die Gesellschaftsform, wie wir sie kennen, gibt es ja nicht mehr aufgrund dieses Virus, und die Gesellschaft hat sich halt neu geformt. Ich muss das Buch eigentlich mal lesen. Ich bin da so gespannt drauf. Ich habe auch den zweiten Teil schon da. Aber naja, ihr wisst ja, ne? So ist das halt. Und jetzt kommt gerade schon wieder die Sonne raus. Oh Gott, ist das hell. Dann habe ich hier noch Delirium von Lauren Oliver. Das ist ja der erste Teil der Amor-Trilogie, und auch das ist eine Dystopie. Hier geht es ja darum, dass in der Welt, in der das spielt, die Liebe als Krankheit diagnostiziert wird und man mit seinem 18. oder 16. Lebensjahr, ich glaube 16., Lebensjahr bekommt man dann so eine Operation, und da wird dann irgendwas entfernt, dass man nie wieder lieben kann. Und das geht natürlich bei unserer Protagonistin hier in diesem Buch schief, oder sie verliebt sich vorher, ich weiß gerade nicht mehr genau, wie das war. Auf jeden Fall möchte ich dieses Buch auch noch irgendwie jetzt mal mitlesen bald. Aber ich habe so viele Bücher offen, so boah, ja. Aber das ist auf jeden Fall eine Dystopie, auf die ich mich auch schon sehr, sehr freue.
Dann gibt es natürlich noch Dystopien, die ich schon Ewigkeiten auf meinem Wunschzettel habe. Zum Beispiel die Gelöscht-Reihe von Terry Terry. Oder ich weiß gerade nicht, wie sie heißt, diese Reihe. Die heißt Gebannt, Geborgen, Getrieben, die drei Bücher. Ich blende sie euch hier mal ein. Das ist auch noch eine Dystopie, die ich sehr, sehr spannend finde. Dann gibt es noch die Vollendet-Reihe von Neil Schusterman. Die steht auch schon ewig auf meinem Wunschzettel. Die möchte ich auch irgendwann mal noch mitlesen. Und so weiter und so weiter. Also ich könnte euch jetzt hier noch 10 Dystopien aufzählen, die ich gerne mal mitlesen möchte, aber ja, ihr wisst sie, das ist viele Bücher, wenig Zeit. Damit wären wir jetzt auch schon so ziemlich am Ende meines Videos angekommen. Meine Frage an euch wäre natürlich auch, wie steht ihr denn zum Thema Dystopie? Findet ihr Dystopien gut oder sagt ihr so, nee, das ist so gar nicht meins? Ich mag sowas nicht, wenn Gesellschaftsformen nicht mehr existieren und neue erschaffen werden. Oder sagt ihr, ja, ich liebe Dystopien und nichts geht darüber. Ich mag es, dieses Genre zu lesen. Ich finde ja auch, es war eine ganze Zeit lang ein sehr, sehr großer Hype um die Dystopien. Da kam ja eine Dystopie nach der anderen auf den Markt. Und inzwischen ist das ja wieder alles so ein bisschen abgeflacht und es geht alles momentan so mehr in Richtung Urban Fantasy, finde ich. Also, was ich jetzt allerdings nicht schlimm finde, ich liebe auch Urban Fantasy und ja, ich finde aber auch Dystopien ganz, ganz toll und ich möchte auf jeden Fall noch ein paar in meinem Leben von lesen. Und wie gesagt, schreibt es mir auf jeden Fall mal in die Kommentare, wie ihr zum Thema Dystopien steht. Das würde mich auf jeden Fall auch mal interessieren. Vielleicht könnt ihr mir auch 1, 2 Dystopien noch empfehlen, wo ihr sagt, du musst dieses Buch unbedingt lesen, es ist ganz, ganz toll. Schreibt es dir auf die Wunschliste und ja, dann schreibt es mir, wie gesagt, in die Kommentare. Ich freue mich auf jeden Fall drüber. Und ansonsten war es jetzt mit meinem Video zum Thema Dystopien und was ich davon schon gelesen habe. Ich danke euch an dieser Stelle wie immer fürs Gucken und wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.